und es gewartet ein wenig Shakes and Fidget. Heute an diesem Tag, also nicht der Tag, wo ich gerade spreche, sondern wo das Video online geht, da wird es zwei Dinge geben. Nummer 1, ein Raritäten des Waldes Event. Heute Samstag, morgen Sonntag. Und Nummer 2, eine Pilzdealer-Aktion. Also wow. Rot überall. 111 Ehre verloren. Ein Rang abgestiegen, viermal die 1. Ob das was zu bedeuten hat? Genau. Da wird es 3600 anstelle von 3000 geben, 1500 anstelle von 600 anstelle von 500 und so weiter und so fort. Direkt den Preis mit einberechnet, also nicht günstiger, sondern man bekommt mehr für sein Geld. Und Raritäten des Waldes, das ist sehr gut für S33. Da habe ich auch das beste Reittier. Da werde ich versuchen, an beiden Tagen immer ganz kurze Quests anzunehmen. Egal, ob die gut sind oder schlecht, immer die kürzesten. Denn ich brauche die Ressourcen auf S33 ganz dringend und die will ich mir über die Quests holen. So, heute werfe ich hier diesen Ring rein. Darüber freue ich mich immer besonders. Nicht, weil ich dann hier 50 Mana bekomme. Ich meine, das ist natürlich auch nett. Aber, der Schmied, der rückt nämlich 2088 Arkane Splitter raus. Und damit komme ich meinen Handschuhen immer näher. So, außerdem, beim letzten Mal habe ich im Wirbelwindsturm Dungeon Portal aber mal so richtig aufgeräumt. Und da werde ich heute noch versuchen, ob ich da eventuell einen draufsetzen kann. Große schwarze Edelsteine, da ich beim letzten Mal oder vorletzten Mal meinem Begleiter was richtig Gutes gegeben habe, würde ich gerne, um ehrlich zu sein, das kommt auch weg, mal wieder einen großen schwarzen Edelstein bekommen. Da vergesse ich nie eigentlich hier auf diesem Server und der wird immer gesucht. Egal, Seelenextraktor, dazu kommen wir auch gleich. Aber ich würde mal sagen, ich beginne damit sofort. Beziehungsweise nein, ich beginne damit nicht. Vorher wird noch geskillt. 15 Millionen Schaden geknackt. Jawohl. Na, sehr schön. So ist es fein, so muss es laufen. Dann nimmt man einen Tag kein Video auf und hat 400 Millionen Gold angespart. Ohne Event, ohne nichts. So, jetzt geht's da ordentlich rein, nicht zurück. Ich will hier, so, ich kenne mich nicht aus, normalerweise klicke ich immer hier doppelt. 500 Wirbelwindsturm-Etagen geknackt und ein neues Dungeon-Set freigespielt. Übrigens hier, also danke für diese Info, das habe ich gar nicht bedacht. Die neuen Epics, die Sets, die spielt man ja hierüber frei. Das heißt, trage ich aktuell ein, ich trage nicht mal eines, aber mein Begleiter hat irgendwas. Dem Marquardt habe ich was vermacht, oder? Hä, der hat auch nichts? Habe ich das in der Toilette umgewandelt? Hier, boah, der Krieger hat einiges. Der Gürtel zum Beispiel. Das ist eines vom neuen Set, ein Teil. Dann, diese Rüstung ist vom neuen Set. Und ich kann, ich glaube, viele in der Rangliste haben da extrem viel, also neues Set, bitte unter Anführungszeichen setzen. Das ist jetzt schon, solange es eben den Wirbelwindsturm gibt, ist auch schon länger her. Hier, der Bogi hat die Waffe zum Beispiel und die Schuhe. Sieht eigentlich ganz genial aus, auch wenn sie ein bisschen aus der Reihe tanzen eigentlich. Das ist so ein Oldschool-Epic, so blau leuchtet das und hier so. Also man erkennt auf jeden Fall ein bisschen den Unterschied. Da gibt es auch die Robe, sowie das Amulett, die Halskette sind neu. Also da gibt es einige neue Epics und die kann man eben nicht einfach so finden. Ein Level 1er oder Level 50er kann die nicht sofort haben. Da muss man hier erstmal im Wirbelwindsturm ordentlich vorankommen. Und naja, Gladiatorentrainer sei Dank, unsichtbare Bedrohung. Wenn ich da einen Crit lande, sieht man den ja gar nicht. Doch, den sieht man aufgrund des Schlagschattens. Mauhell, ich bin echt gespannt, wie weit ich jetzt komme. Wann die nächste Dungeonbremse sozusagen stattfindet. Die Sache ist eigentlich, empfehlen die meisten High-Level-Spieler es nicht so. Okay. Ist Fluch die nächste Dungeonbremse, 505. Viele empfehlen es nicht, sofort alles zu machen, sondern immer die Items zu sparen, weil die so viel Gold geben. Hier 9 Millionen, 10 Millionen, 10 Millionen. Die Items zu sparen, bis die irgendwann als Zutat bei der Hexe kommen. Aber man hat ja gesehen, dass das teilweise Wochen dauern kann bei mir. Und genau, so, Moment mal. Bin ich hier, ey, sorry. Bin ich jetzt bei der Dungeonbremse angekommen? Ist Fluch auch die Dungeonbremse? Aber man sieht, boah, wenn ich kritisch treffe, nein. Das ist, aber was für Dungeonbremse? Wäre auch fast gerade drin gewesen. Die Frage ist nur, ob danach. Da ging es gerade nicht mit rechten Dingen zu, aber gut.
ob es danach wieder einfacher wird oder... Oh, nein. Okay, das ist erst die richtige. Ich glaube, das ist die Dungeon-Bremse. Oder war das gerade nur ein sehr unglücklicher Versuch? Heieiei. Schade. Ah, schade, schade, Schokolade. Jetzt ist das Späßchen wieder vorbei. Ja, das kannst du knicken. Also da muss... Naja, ich meine, wenn ich oft kritisch treffe, da muss der Gladiatorentrainer definitiv noch 3 Stufen aufgewertet werden. Bis dahin war bestimmt noch ein Gold-Event, das ich ordentlich skillen kann. Ja, da muss ich leider erstmal einen Schlussstrich setzen. Etage 505 habe ich absolviert. Ich bin bei 506 von 1000. Alles klärchen. Ich meine, mit 100 Pilzen wäre der vielleicht drin. Aber gut. So, den Gladiatorentrainer könnte ich sogar ausbauen, aber ich dachte mir... Obwohl, Moment mal, Folterkammer. Na, das hätte ich eigentlich vorher machen sollen, schon heute untertags. Das habe ich nicht bedacht. Dann würde ich natürlich nochmal mehr Ressourcen bekommen, aber jetzt muss ich das machen. Und wir schauen in die Zeitmaschine rein, die ist jetzt schon auf Stufe 7. Das heißt, ich bekomme 7 pro Tag extra gratis und habe mir 14 angespart. Wenn ich kritisch treffe, sind die alle One-Shots, das ist krass. 5,5 Millionen. Ja, es lohnt sich übrigens nicht, wer wieder fragt, diese Abenteuerlust hier aufzusparen für ein Event. Das zählt nämlich nicht im Event. Dann Glücksrad, 107 Lucky Coins. Da ist mir im Prinzip mittlerweile schon fast alles egal geworden. Die Ressourcen sind da nicht mehr wichtig. Das nehme ich einfach nur so als kleinen Bonus mit. Aber fürs 33 ist mir das wichtig. Das muss ich sagen. So, Festung. Ja. Ressourcen, keine Ahnung, hier wird die Befestigung ausgebaut. Ich bin sowieso schon so gut wie durch, kann man sagen. Festung 20, Akademie 20, das Ding 20, 20, hier maximal. Die Kaserne nicht. Aber egal, so, Moment mal, und Begleiterkämpfe. Feuer! Feuer 18, dann muss ja wohl gegen Feuer 20 da ordentlich was brennen. Und zwar lichterloh, nicht nur wegen des Rudelbonus, aber auch... Weil ich einige Begleiter mehr habe. Übrigens, Rocky gibt es bald zu Silvester und Neujahr. Genau. Also, da dauert es eventuell auch nicht mehr lange. Dann füttere ich Züngel gleich. Was haben wir hier? Xtreme X. 18er. Da hole. Da müsste eigentlich Erde genügen. Da müsste echt Erde genügen. No risk, no fun. Machen wir Erde. Doch, Erde müsste bei weitem genügen, wenn er nur 18 hat. Dann definitiv. Mal schauen, vielleicht kommen ja jetzt wieder stärkere Kontrahenten. Ja. Ja. Der hat einen weniger und 500 Level weniger. Nice. Nice. Sehr schön. Das war... Moment, habe ich den gespeichert? Ist der... Oh mein Gott, wie viele Kämpfe habe ich da? Den müssen wir uns nochmal anzeigen. Das war gerade echt lustig. Der hat einen Begleiter weniger. Ach so, das ist ja ein anderes Element, aber trotzdem. Am Ende sind auch Krieger. Und ich hatte 500 Level mehr. Was macht ein Rocky da? Rocky sammelt alle im Alleingang weg. Wie geht denn das da? Alter Schwede. Und dann Krieger gegen Krieger und ich habe nochmal mehr. Ja, es kann sein. Leute, warum wundere ich mich eigentlich jede Shakes & Fidget Folge über die Kämpfe? So, Feuer 19, dann hole ich den Kundschafter raus. Jawohl, ist bis zu Poison gekommen, 3 Ränge aufgestiegen, Rang 69, okay. Dann Feuer dieses Level, nehmen wir Wasser und Licht wird aufgespart bis zum bitteren Ende, denn jetzt kommt ein heftiger Gegner, nein, doch nicht so heftig, die Erdbeere hebe ich mir vor morgen auf und diese ebenso, okay. Naja, das eine Mal verloren, war unnötig, aber was soll's. Schöne Zahl. 39.800, schöne glatte Zahl. Dann schaue ich hier rüber. Da passt alles, außer die Tränke. Aber das Mount ist perfekt. Raritäten des Waldes-Event, freue ich mich extrem. Sind da Tränke drin? Oh, da sind sogar welche. Hab ich ein Glück? Und was ist denn da los mit diesem Glückstrank gerade? Also, da werde ich ganz kurze Quests nehmen, denn beim Raritäten des Waldes-Event... Für Holz und Stein, da will man ganz viel haben. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist nur bei den Früchten die Sache normalisiert. War das das richtige Wort? Aber sagen wir mal.
Okay, das kann ich mir jetzt nicht ansehen. Dann machen wir es hier. Sagen wir mal, ich habe eine 10er-Quest, eine 5er-Quest und noch eine 10er-Quest. Dann ist die Chance auf eine Frucht, ich hoffe, ich rede nichts Falsches, aber ich glaube, das stimmt so. Dann ist die Chance auf eine Frucht, sagen wir, bei dieser Quest hat sie den Wert 1 und bei dieser Quest hat sie den Wert 0,5. Und bei einer 2,5-Minuten-Quest hätte sie den Wert 0,25. Das bedeutet, ich kann nicht viele kurze Quests annehmen und dann die Chancen auf Früchte erhöhen, sondern bei Früchten ist die Chance eben, die richtet sich nach der Länge der Quest. Das heißt, eine 10er-Quest sollte die größte Chance auf eine Frucht geben. Das stimmt eigentlich so. Ich schaue das nochmal im Forum nach. Falls ich Schwachsinn rede, werde ich das hier rausschneiden, aber das stimmt, glaube ich. Nur bei Holz und Stein von Raritäten des Waldes, da ist es vollkommen egal. Also, wenn man da viele kurze Quests annimmt, hat man immer die identische Chance, wie wenn man viele große Quests annimmt. Nur, dass bei den großen Quests die Abenteuerlust natürlich schneller vorbei ist. Okay. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr verwirrt. Aber das sind noch so die kleinen Tipps und Tricks aus der Hinterhand. Okay. Dann greife ich hier an. Das war gestern nicht so schön. Hoffentlich heute ein bisschen besser. Ja. Ich meine, fertig wird man damit nicht, wenn das so weitergeht. Aber immerhin ein Gürtel, 3 Millionen. Da fällt mir ein, ist zwar eigentlich viel, aber ich suche ja hier keine Edelsteine, habe ich wieder vergessen. Dann kommt das Teil immerhin zum Schmied. Gibt mir nochmal ein bisschen was. So, die Festung. Denn hier bin ich schon seit Ewigkeiten nicht am Edelsteine suchen. Boah, und hier ist sogar der Kampfschutz weg und ich habe die nicht ausgebildet. Ja, dann bilde ich die aus. Aber das ist jetzt egal, das kann alles verloren gehen. Ich hoffe auf das Raritäten des Waldes Event. Dann spare ich sogar hier ein paar Lucky Coins an, dass ich dann so richtig ausraste. Ich meine, ein bisschen drehen wir noch. Boah, das rennt gerade gut mit den Ressourcen. Okay. So, genau. Raritäten des Waldes. Was haben wir noch hier? Begleiter, Feuer, ich nehme Wasser. Wir löschen das Feuer mit Wasser. So muss das sein. Oh, der hat sogar die Master of 100. Dann war das Glück, dass ich so eindeutig gewonnen habe. Naja, man darf auch mal Glück haben, oder? Was tut sich hier? Hier könnte ich auch einiges ausbauen. Leute, denkt an die Folterkammer, das hätte ich echt tun sollen. Beziehungsweise 22.000 kostet das 80. Oh! Ich kann jetzt durch diese Ressourcen kann ich das Herz der Finsternis ausbauen, aber das mache ich ja sowas von. Sehr schön. Dann ist es auf 8. Dann den Seelenextraktor nachziehen, aber die Folterkammer nicht vernachlässigen. Das tue ich zu oft. Hier noch kurz angreifen. Gegen 4 Gegner sogar mit 18. Abenteuerlust. Okay. Und das ist eine ordentliche Ladung. Es gibt lustigerweise auf dem Server mehr Belohnungen als auf S14. S14 ist auch ein Stichwort, denn da schaue ich jetzt drüber. Das ist ja hier, wenn ich das mal zeigen darf, ich brauche 96er mindestens. Meine Wächter, die habe ich jetzt nicht hochgelevelt. Das ist nämlich ein Klacks. Ich habe Dragathorn gefunden. Ich überprüfe nur jeden Tag immer, ob der Kollege eine neue Waffe reingenommen hat. Hat er nicht oder hat sie nicht. Von daher kann man das so, dann so, dann so und man ist durch. Beziehungsweise so einmal noch. Ich will aber einen Kampf zeigen. Wer sich nicht auskennt, was da los ist. 5-mal kann man pro Tag angreifen. Man sucht sich immer einen Unterweltengegner. Und Dragathorn habe ich in der letzten oder vorletzten Folge gefunden. Und die kann ich jetzt bis Stufe 154 angreifen und bekomme immer die maximalen Ressourcen, was der Hammer ist. Also, das erspart mir so einiges. Und der 84er Wächter kann die sogar wegknüppeln, weil die so eine ziemlich alte Waffe trägt. Und wenn man sich das mal ansieht, die Attribute hier im Vergleich, das ist krass. Ich meine, sie trifft mich zwar extrem häufig kritisch, weil sie fast das doppelte Level von mir hat und dadurch ist die Formel ganz anders. Die hat locker 50% oder so vermutlich. Aber, und ich treffe sie viel seltener kritisch, aber das ist egal. Das ist in diesem Fall vollkommen egal. 101. Das sieht irgendwie so aus wie so ein Strichmännchen, oder? Das ist der Kopf, das sind die beiden Arme, die er in die Höhe hebt. Na egal, nur auf S33. Ich glaube, da muss ich einen Gegner suchen. Da gibt meine Freundesliste. Ja, da habe ich hier
Kyrill, die schaffe ich, 79er. Aber ich bin rein theoretisch schon bei 83. Kann ich den Wächter verbessern? Nein, das ist zu teuer. Ich will mir einmal kurz ansehen, wie stark der Wächter gegen sie ist. So in etwa, das ist eine Magierin, also eigentlich nicht optimal. Ein Krieger wäre noch schwächer sogar, finde ich. Ja, das sieht ziemlich locker aus, obwohl sie mehr Intelligenz hat als ich. Und Ausdauer und Glück sind auch auf meinem Niveau in etwa. Also da kann schon ein 90er mit vergleichbaren Werten her. Ist nur die Frage, Moment mal. Kann ich hier irgendwo den Rang... Ah, 22.500. Dann sehe ich mal bei 19.000 nach, so in etwa, ob man da was findet. Also irgendwas in der Region 90 wäre ganz fein. Ja, was Spannendes kommt jetzt übrigens nicht mehr. Das heißt, an alle, die dieses Gegnersuchen nicht so mögen, danke fürs Zusehen. Aber ich ziehe das jetzt noch durch, denn ich bin fleißig. Ich habe jetzt echt schon länger nicht mehr verloren in der Festung. In der Unterwelt, ja, steht immer fest. Ihr wisst, was ich meine. Und von daher ist das ziemlich gut. Da sucht man Gegner, das dauert zwar etwas länger, aber irgendwo schlummert dann ein Inaktiver, der entweder seine Rüstung abgelegt hat oder eine schwache Waffe trägt, weil er inaktiv ist oder was auch immer. Ich meine, die Waffen rausnehmen, das macht man auch beim Serverstart häufig. Schreibt zum Beispiel jemand in der Gilde, hey, ich brauche noch deinen Helm für das Sammelalbum, aber ich schaffe dich nicht in der Arena, kannst du kurz deine Waffe ausziehen? Manche Leute hassen das, wenn andere das verlangen, weil dann wird man auch abgefarmt von Fremden. Andere hassen es, weil man dann sowieso auch einmal von einem Gildenmitglied angegriffen wird. Aber ich meine, das Gold, sage ich immer so schön, bleibt in der Familie. Von daher, da war gerade, Moment mal. Habe ich da gerade irgendwas gesehen? Da, ein 70. Ach, ja, okay, Alinchen. Dich habe ich doch auch schon mal gefunden. Aber ich meine, man kann ruhig... Naja, ich weiß nicht, obwohl eigentlich müsste man die eine Region, die man schon mal abgesucht hat, aber es tut sich ja da täglich was. Wenn ich vor einer Woche hier durchgescrollt habe und vor allem, ich habe jetzt schon 2000 Ränge circa überflogen, also zumindest 1600, so in etwa, natürlich wiederholen sich da die Gegner. Nein, vielleicht muss ich einfach einen Zahn zulegen. In die Region von 17.000. Oder noch mehr. Aber warum ist die 22.000? Vielleicht muss ich noch... Da war ein 77er. Naja, den will ich locker packen. Nein, gehen wir auf 14.000 rauf. Weil schon das jetzt zu übertrieben war. Aber da unten, das war ja wirklich Kleinkram. Das macht mein Wächter mit geschlossenen Augen. Da habe ich einen 80er gefunden. Wenn du ein Krieger wärst, würde ich dich sofort angreifen. Aber Kundis, danke, aber nein, danke. Der weicht mir zu oft aus und das ist es nicht wert. Also, Kundis nur angreifen, wenn man wirklich weiß, das gewinnt man sowieso. Der ist so schwach. Aber das Ausweichen, da darf man sich von ohne Waffe nicht lenken lassen, nicht täuschen lassen. Das ist leider zu heftig. Wenn er eine Waffe drin hätte, und zwar die Zwille von Level 1, dann 105. Last Man Standing 2. Die ganzen Spenden, Streams etc. sind jetzt auch wieder, beziehungsweise starten. Oh Mann. Also Loot für die Welt war schon. Der wäre genial, aber der Kundi, den würde ich vielleicht schaffen so. Zu 60% oder ich weiß es nicht. Würde ich jetzt tippen. Warum bist du kein Krieger? Kannst du keine Klassenumwandlung machen, du bist sowieso inaktiv. Damit wäre einigen Leuten auf diesem Server sehr geholfen. 64, ja, klicke ich erst gar nicht an. Ist sowieso, da kommen aber jetzt ein paar. 59, 60 war da zweimal. 46er, naja, 46 ist jetzt nichts Besonderes. Aber doch, tanzt ein bisschen vom Level her aus der Reihe. Der wäre perfekt, wenn das ein Krieger wäre. Und wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich heute schon Millionäre. Das ist die Sache. Das Problem an der ganzen Sache. Boah, ich habe das Gefühl, ich übersehe mittlerweile schon wieder was. Aber ich bin ziemlich fokussiert, genau auf diese eine Spalte. Moment. Spalte? Reihe? Ich muss immer kurz nachdenken.
ist aber sogar ein bisschen schwächer. Aber mit Kundis will ich mich eigentlich echt nicht anlegen. Ah, ich mag die nicht. Ich mag die Kundis nicht. 103, das wäre wieder... Aber es wird schon. Ich richte das, das wird schon. Ich richte da jetzt einen Krieger oder einen Magier im 90 bis 100er Bereich. Ja, das riecht definitiv nach 100. Da! Ich hab's doch gesagt, das riecht nach einem Krieger und genau den nehme ich jetzt. Krieger sind nämlich die Schwächsten ohne Waffe und ohne Schild. Denn die können dann nicht blocken. Das sehen wir uns jetzt mal an. Boah, wie die anderen einfach nichts machen. Also wirklich rein gar nichts. Wenn ich da die Rechnung mal nicht zu früh mit dem gemacht habe. Okay. Also... ein Upgrade des Wächters könnte schon nicht schaden. Ich habe immer Angst, wenn die Faust so von oben kommt, ist es oft ein Crit. Also wenn die so... Das sieht man schon vorher. Ich sag's gleich beim nächsten Mal. Nein, keiner. Boah, nein, das jetzt, genau. Das ist nicht gut für meine Nerven. Das ist nicht gut für meine Nerven. Das war ultimativ knapp. Boah. Uiuiuiui. Nein, wie schrieb sich denn der? War der mit Leerzeichen? Nein. Jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Dann gehen wir auf... Ah, Leute, wo war ich denn? Habe ich den Kampf? Den hat man dann nirgendwo, oder? Ah, wo war ich? Ich kann mich nicht erinnern. Holla, die Waldfee, aber den greife ich nicht nochmal an. Also, ich wollte ihn nur eingeben, um jetzt in etwa den Ehrenbereich wieder zu finden, wo ich schon war. Aber den greife ich im Leben nicht an. Dann gehe ich von oben nach... Naja, ich hasse es eigentlich, von oben nach unten zu gehen. Nein, ich muss... Ich muss wieder die Seite wechseln. Mann! Heieiei. Na egal, also das war... Nein, das war eine Nummer zu groß. Und das, obwohl es ein Krieger war. Das heißt, Kundschafter den Kampf, das hättet ihr euch schon vorstellen können. Das wäre ausgewichen. Und... genau. Fertig ist die Sache. Aber... das war echt krass. Da hatte ich Glück. Noch ein kritischer Treffer von dem Gegner mehr. Und... ich hätte mein letztes Gebetchen sprechen können. So in etwa. 71er. Nein, ich greife jetzt einfach diese Kyrill noch an. Aha. Den greife ich an. Lord Voldemort. Darf man nicht aussprechen. Genau. Wer war das? Keine Ahnung. Heftige Sache. Ich muss mich mal erst beruhigen jetzt hier nach diesem Kampf. Boah, ich hätte irgendwas... keine Ahnung. Kaputt gemacht, wenn ich da verloren hätte. Nein, hätte ich nicht, aber... das wäre extrem ärgerlich gewesen. Auf ihr... J-Day. Ach, hier war ich schon. Mann! Bin ich so weit raufgegangen? Aber die wären ja dann... nein, das ist ich. Wow! Ein Jackpot! Hier direkt einen Numas auf S33. Einen 127, aber leider wieder ein Kundschafter. Ich suche noch ein bisschen und wenn nicht, greife ich die auf der Freundesliste an. Denn das war mir gerade zu heikel. Da muss ich vielleicht echt den Wächter sogar noch leveln. 166 Snipes? Den habe ich... ah, habe ich den nicht beim letzten Mal gefunden? Nö. Der Server ist nicht so aktiv. Das war mir gerade ein bisschen zu böse. Das machen wir nicht nochmal. Und geht nochmal? Nein. Fertig. Gut. Maximale Seelen. 88 Stück an der Zahl. Und also Level 88. Und genau. Ja, da hätte ich den Wächter noch einmal leveln müssen und dann wäre das mit dem anderen auch besser geworden. Ich sehe mir den Namen im Video nochmal an. Irgendwie habe ich mich verschrieben. Und dann, wenn der Wächter gelevelt ist, nehme ich den eventuell. Na gut, für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach. Beim nächsten Mal weiter.